Hallo Leute und willkommen zu Let's Play The Sims 3 Part 5. Wir haben leider nicht mehr Tobias, die von Arche. Wir werden mit einer ganz neuen Geschichte anfangen, mit einer ganz neuen Story. Wir werden mit ganz neuen Charakteren unser Let's Play fortsetzen, und zwar mit der Familie Lori. Unser Hauptcharakter wird natürlich dieses Kleinkind sein, und zwar Francesco Lori. Wie mir dieser Name eingefallen ist, frag mich nicht, einfach spontan. Und wir erstellen jetzt eine ganz neue Familie. So. Die Grundfrisur, das sieht doch ganz gut aus, ne? Das können wir behalten. Bisschen orange Haare, bisschen rot-orange, das sieht doch gut aus. Frisur mit Accessoires brauchen wir nicht. Und das sieht doch eigentlich ganz schön gut aus. Jetzt kommen wir zum Haut und Körper, ja. Schönheitsfleck, ja, muss nicht sein. Okay, das können wir auch nehmen. Warte mal. Haben wir ein gutes, cooles T-Shirt für Francesco? Ja, da haben wir ein rotes T-Shirt. Ja, das sieht doch gut aus für ein Kleinkind. Eine Hose. Ja. Okay, nehmen wir eine ganz normale Hose. Schuhe sehen schon gut aus für ein Kleinkind. Outfits mal gucken. Nehmen wir einfach halt dieses Outfit. Und Schlafanzüge, mal gucken. Okay, soweit so gut. Mit der, ja, die Kleidung haben wir durch. Haut und Körper können wir ein bisschen die Hautfarbe ändern. So, freundlich und Genie hört sich gut an. Genies sind brillante Logikdenker, Meister im Schach und ausgezeichnete Hacker. Bla bla bla. Okay, freundlich, Genie, man kann nur zwei Merkmale nehmen. Okay, jetzt gehen wir rüber zu den Favoriten. Musik auf Kinder. Dann machen wir auf Kekse. Ja, Lieblingsfarbe, blau. Blau hört sich gut an. So, jetzt ändern mal ein bisschen die Stimme. Jetzt muss ich kurz zuhören. Biografie brauchen wir nicht. Okay, dann hätten wir jetzt Francesco fertig, und somit wäre unser erster Sim schon mal spielbereit. So, dann erstellen wir mal den Vater. Wie ich ihn nennen werde, weiß ich Ja, noch klar. nicht. Paolo hört sich eigentlich gut an. Ja, Paolo können wir behalten. Und dann machen wir Lori dahinter. Paolo, Lori. Ich weiß nicht, junger Erwachsener? Ne. Oder? Nee, nee, wir machen mal Erwachsener, Mann. Hier, so. So. Erwachsener. Jetzt ändern wir mal ein bisschen was. An der Grundfrisur. So. Wir verpassen dem mal einfach eine Glatze. Sieht doch ganz schön gut aus. Und jetzt für Augenbrauen ein bisschen. Oh, das ist zu dick. Ja, das sieht schon gut aus. Wimpern ein bisschen verschönern. Jetzt ein bisschen an der Gesichtsbehaarung arbeiten. Das wäre ein bisschen zu viel. Nehmen wir mal halt so eine Gesichtsbehaarung. Eine Haaroption. Ha, hätte der natürlich Haare, könnten wir auch seine Haaroption bisschen bearbeiten. Quatsch, die Haaroption bedeutet einfach nur, dass die Haare, wenn die Haare schwarz sind, dass die Augenbrauen auch schwarz sind. Und das ist bei uns gerade der Fall. So, die Augen können wir ein bisschen ändern. Und die Nase machen wir so ein bisschen spitz, oder nicht? Ja, so spitz runter. Das ist dann so ein Familienmerkmal. Das machen wir bei uns, bei der Frau auch dann. Ein bisschen brauner, muskulös, brauchst du nicht sein. Muss nur so ein Bierbauch hier haben. Okay. Ein bisschen dick muss er schon sein. Jetzt kommen wir zu der Kleidung. Mal gucken, was für ein Top wir ihn verpassen können. Ich will eigentlich ein dieses Hemd hier. Naja, ich glaube, ich erstelle mir einen eigenen Stil, also einen eigenen. Ich brauche so ein Pullover, eine Pullovervorlage. Wie das hier zum Beispiel. Und dann erstelle ich mir einen eigenen Stil.
So, nehmen wir mal das hier und dann gehen wir auf Textilien. Jetzt gucken wir uns mal an, was für Textilien wir hier angeboten bekommen. Das sieht doch extrem schwul aus. So, das Blaue da, oder was ist das? Das Blaue, ja, das Dunkelblaue nehmen wir dann. Das ist ja geil, Felsen und Stein, das ist natürlich sehr logisch. Hey, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Wir nehmen das Braune hier einfach. Und damit wäre unser Pullover fertig. Was natürlich von Gucci ist. Unser Pullover ist von Gucci. Designed von Gucci und extra für Paolo Lori. So, die Hosen finde ich extrem schwul. Nehmen wir so eine braune Hose. Dann ändern wir mal unsere Schuhe. Ja, nehmen wir einfach mal das, oder? Sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, die Armkleidung können wir ein bisschen bearbeiten. Wir brauchen so ein auffälliges Outfit. So eine auffällige Farbe wie zum Beispiel Babyblau. Oder ist das hellblau, Babyblau? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich schätze mal, das ist Babyblau. Ja, das ist sehr auffällig. Jetzt gehen wir zu den Schlafanzügen rüber. Ja, sowas wollte ich eigentlich. Das sieht schon gut aus, das wollte ich. Sportbekleidung. Obwohl, ich glaube, meiner wird sehr selten Sport machen, aber naja, was soll's. Nehmen wir einfach mal so ein komisches T-Shirt und mehr müssen wir dran auch nicht arbeiten. So, bei der Badekleidung können wir ein bisschen arbeiten. Und zwar die Beinkleidung. Naja, so ein bisschen auffälliges nehmen wir. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Und dann hätten wir eigentlich die Kleidung. Jetzt kommen wir zu der Persönlichkeit. Und zwar Merkmale und Wünsche. Eines der wichtigsten Sachen hier bei Sims. Was für Merkmale unser Sim haben wird, werden wir jetzt gemeinsam bestimmen. Genügsame Sims schneiden gerne Rabattcoupons aus, gehen auf Schnäppchenjagd und hassen Verschwendung. Das hört sich gut an, denn wir müssen sehr viel Geld sparen. Geschickt wäre auch nicht schlecht, wenn wir ein bisschen geschickt wären. Ein Glückspilz wird uns nicht schaden. Wir wollen ja mal irgendwann reich werden. Kleptomanisch. Hin und wieder kommt es vor, dass Kleptomanen plötzlich Dinge in der Hand halten, die ihnen gar nicht gehören. Häufig borgen sie sich Sachen von Arbeitskollegen, Freunden oder Nachbarn aus. Das hört sich gut an. Das können wir auch natürlich mit reinpacken bei unseren Merkmalen. Und ich gucke gerade so, was können wir denn noch so nehmen? Mag keine Kinder, wäre jetzt schwachsinnig, denn Francesco ist ein Kind. Partylöwe hört sich doch gut an, oder? Partylöwe, ja, wir nehmen mal Partylöwe. Wir wollen ja auch oft Partys veranstalten. Und so, unser Lebenswunsch wäre ein Leben im Luxus. Haushaltsvermögen von 100.000 Simoleons besitzen. Das hört sich gut an. Unser Lebenswunsch wäre halt, dass wir irgendwann mal 100.000 Simoleons besitzen. Und das hört sich nach viel Arbeit an. Hört sich das, also das hört sich nach viel Arbeit an. Also müssten wir schon viel tun und viel arbeiten. Für dieses Geld, also hätten wir sehr viele Parts vor uns und wir würden nicht so leicht durchkommen mit der Sims 3-Reihe. So, kurz nochmal zu Tobias, die von Arsche. Ich habe gar nicht gesagt, warum ich jetzt nicht weiter mit Tobias spiele. So, ganz einfach. Tobias ist leider verstorben. So, er ist leider tot. Ich habe mal privat, just for fun, kurz ein bisschen Sims gespielt. Dachte ich mir, komm. Oh, da ist er ja. Da ist ja Tobias. So, okay, das ist jetzt nicht Tobias, aber das ist jetzt einfach eine Kopievorlage, eine Grundlagenvorlage. So. Wie ihr seht, der hat jetzt Ottmar Rock einfach und wir wollen natürlich aber eine Frau. Egal, so viel dazu. Jetzt nochmal zu Tobias kurz. Tobias ist leider verstorben. Ich habe mir gedacht, komm. Spiel mal ein bisschen privat, bisschen Sims, just for fun und mach mal ein bisschen Scheiße. So, und dann habe ich mir gedacht, so, dann setze ich meine Karma-Kräfte ein. Und das habe ich auch natürlich getan. Dann habe ich bei den Karma-Kräften, da ist so eine Karma-Kraft, das nennt sich irgendwie
Geisterspuks oder so, keine Ahnung. Da kamen halt irgendwelche Geister zu dir nach Hause und erschrecken da jemanden. So, dann dachte ich mir, okay, machst du das mit Tobias und erschreckst ihn mal ein bisschen. Und ich hätte nicht gesagt, dass er von diesem Erschrecken wirklich gestorben ist. Also, er wurde erschreckt, also von den Geistern. Die Geister kamen und haben den erschrocken, so. Und er ist davon gestorben, so. Und ich hatte natürlich einen Schock. Und das hat das Ganze natürlich nochmal gespeichert, weil er gestorben ist. Und wie ich gesagt habe, Familienmentalität, spitze Nase, das sieht gut aus, nehmen wir das auch für die Frau. Und ich dachte mir so, jetzt, was ist denn jetzt hier los? Okay, dann dachte ich mir, deswegen hat das so ein bisschen gedauert mit Sims Part 5. Ich hatte jetzt keinen Bock, wieder eine neue Familie zu erstellen und bla. Ich hatte generell keinen Bock auf Videos, wie ich schon in einem meiner Videos gesagt habe. Altersdetail, das wäre jetzt nicht gut für keine Frau, wäre das gut. Ja, auf jeden Fall. Und dann hatte ich einfach keinen Bock. Und da habe ich mir gedacht, komm, machst du eine neue Familie und fangst nochmal ganz von neu an. Was heißt ganz von neu? Wir machen dann halt wir bauen unser Leben dann halt anders auf und wir machen das Ganze. Wir erarbeiten uns was. Wir haben unsere, ich habe ja gesagt, unser Hauptcharakter ist ja Francesco Lori. Also der Vater und die Mutter spielen für mich eine Nebenrolle, da die sowieso in, was weiß ich, 3, 4 Folgen abkacken werden, höchstwahrscheinlich. Hoffe ich natürlich. Und unser Hauptcharakter ist natürlich Francesco Lori. Und ich wollte sagen, der soll als Kleinkind anfangen. Und dann fangen wir als Kleinkind an. Und dann, bis wir als Senior dastehen und dann irgendwann auch sterben müssen. Leider. So, und das wird natürlich sehr viele Folgen geben, wie ich glaube. Das wird schon über 20 Folgen sein, wird das auf jeden Fall. Und ich mache das Ganze jetzt so, ich habe jetzt eine begrenzte Zeit. Die Folgen werden nur maximal 20 Minuten gehen. Und aber dafür wird es natürlich sehr viele Folgen geben. Und wir arbeiten jetzt gerade an unserer Frau, also an der Mutter von Francesco Lori. Jetzt braucht die ein Outfit für ein Abendkleid. So, das können wir uns natürlich aussuchen. Naja, das sieht nicht so gut aus. Das sieht ein bisschen zu schlampig aus. So. Ist ja nur eine scheiß Mutter, die muss ja nicht gut aussehen. Ja, das hakt ein bisschen wegen den IA-Servern, ist auch jetzt kein Problem. Aber das nehmen wir. Die Schuhe sehen ja mal extrem scheiße aus. So, wir nehmen mal weiße Schuhe. Ich weiß ja nicht, vielleicht passt das ja eigentlich gar nicht, aber. Das ist jetzt mir auch völlig egal. Nee, nicht Schuhe. Boah, jetzt was Falsches geklickt. Accessoires. Habe ich da alles so. Ne? So, jetzt kommen wir zu den Schlafanzügen. Ja, das sieht gut aus. Genau, sowas wollte ich eigentlich. Sportkleidung, weiß ich nicht, ob sie auch Sport machen wird eigentlich. Aber wir können mal das Top hier oben ändern. Ja, das ändern wir mal auf Pink. Ja, und soweit so gut. Dann kommen wir zu der Badekleidung. Will ich auch nicht viel dran arbeiten. Ja, das sieht auch gut aus. Einfach nehmen. Falls sie mal natürlich schwimmen geht oder was weiß ich was. So, jetzt kommen wir zu den Merkmalen und Wünschen. Zu der Persönlichkeit. So, Merkmale. Wie. Was ist denn unser neurotische Sims rasten bei kleinster Provokation aus? Das können wir nehmen, auf jeden Fall. Das ist so eine Zickenmutter. So ordentlich soll die auf jeden Fall sein, denn die muss das Haus putzen. Die soll die Natur lieben. Und, was? Kleptomanisch. Kind nicht, kann. Tröpfungslos romantisch, Hitzkopf. Gute Küsserin nehmen wir einfach mal. Wir sollen ja gut küssen können. Ja, ihr wisst Bescheid. Und grüner Daumen. Sims mit einem grünen Daumen sind beste Gärtnerin. So, okay. Und dann können wir auch schon ihr Lebenswunsch festlegen. Und zwar der perfekte Garten. Das hört sich gut an. Jetzt so ändern wir ihre Favoriten. Pop, Lieblingsfarbe Lila und Hummer Thermidor. Jetzt arbeiten wir ein bisschen an ihrer Stimme. Das hört sich gut an. Und dann hätten wir auch schon die Mutter fertig. So. Da hätten wir jetzt alles fertig. So, es ladet ein bisschen. So, Haushaltsnamen bearbeiten. Nein, Lori hört sich gut an. Beziehungen. Wie ging das Ganze nochmal? Okay, warte mal.
Ich glaube, naja, du hast noch keine Beziehung zwischen den Sims hinzugefügt, trotzdem fortfahren. Nein, wir machen eine Beziehung. X, das sind Ehepartner oder Geschwister? Ehepartner. So. Und Vater und Sohn. Und Mutter und Sohn. So. Dann hätten wir eigentlich alles, wie wir es wollten. So, nein, danke. Und jetzt ladet das Ganze ein bisschen. Jetzt müssen wir auch unser Haushalt erstellen. Ne, Entschuldigung. Wir müssen ja jetzt unsere Wohnung festlegen. Und ich habe da schon was in den Gedanken. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Straße heißt, aber ich glaube, ich ziehe da ein. Sims mit den Merkmalen Familien, bloß bla bla bla. So, unsere Haushaltskasse ist nur 18.597. Das ist relativ wenig. Bewunderkunft 1 SZ. 1 West, was bei sich, Vermögen. Diese kleine Gewürze, wir nehmen das natürlich möbliert und jetzt ziehen wir ein und dann haben wir schon eine Wohnung. So, das ladet natürlich sehr, das ist, dafür ist ja Sims bekannt. Für dieses lange Laden. So, da steht wieder Tutorial, das brauchen wir nicht. Ein Objekt kaufen, Stofftier, das mache ich gleich. Warte mal, jetzt muss ich wie Dreieck, ne? Das ging so. Diese Tutorials brauche ich nicht. Ich weiß ja, wie man Sims spielt. Gut, da ist ja noch so ein Tutorial. Ja, gut, so. Also, er setzt sich erstmal hin und wir gucken mal, was wir so machen können. Dann gehen wir mal auf Bau- und Kaufmodus. Wie ich so gerade. Ja, das Kind braucht doch ein Zimmer. Also Francesco bräuchte ein Zimmer. Wie mache ich das? Unser Haus ist ja nicht. Unser Einfamilienhaus ist ja nicht so groß. Also überhaupt nicht groß sozusagen. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das Ganze gestalten werde. So. Ich überlege gerade wirklich, Leute, wie soll ich das machen? Ich glaube, ich nehme die Mauer, oder? Ich nehme die. Ja, wir haben ja ein bisschen Fläche. Ich nehme die Mauer und schieb die mal ein bisschen raus. So. Die Wohnung vergrößern wir halt etwas. Das kostet mich unglaubliche 498 Simlons. Das brennt gerade in meinem Herzen. Das ist wirklich viel gewesen. Ach. Naja, es muss sein. Den Spiegel hier nehmen wir auch mit. Ja, komm, platziere dich jetzt. Okay. So. Jetzt brauchen wir ein Kinderbett, Kinderspielzeug, Kinderstofftier und bla, was alles für ein Kind braucht. Wo war das hier nochmal mit den Kindern? Das hakt hier so ein bisschen. Das ist unglaublich mit den EA-Servern. Da, Kinder haben wir ja. Möbel und dann Kindercontainer, Panda, Kinderbett, Energie 4. Wir nehmen das Kindercontainer. Jeder Dollar sozusagen. Oder Sim-Lohns ist sehr viel wert in meinen Augen. Denn wir müssen. Unser Sim-Lebenswunsch ist ja natürlich 100.000 Mal zu besitzen. Und das wollen wir natürlich dem guten alten Paolo erfüllen. Töpfchen, erste Schritte. Ja, das Klo. Wo soll ich das Klo denn hinstellen? Egal, ich stelle es einfach neben. Ich nehme das Bett da. Und dann kommen wir zu den Spielzeugen. Kuschelbär vom Wackelkopf. Ja, tun wir in sein Bett hier rein. Ja, in sein Bett hier. So, gut. Dann habe ich hier noch Spielspaß, Fantasiespiel. Ja, das hört sich doch gut an. So. Komfort. Wir können jetzt noch mal kurz die Wand streichen, bevor ich mit dem Part 1, Part 5, Entschuldigung, Part 5 fertig bin. So, das sind doch gleich. Ah, das sieht doch gut aus. So, Leute.
Das war Part 5. Ich habe gesagt, ich will das Ganze kurz halten und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wartet auf mich. Wir sehen uns auf Part 6 und viel Spaß. Danke fürs Zuschauen.